Moin Leute, heute im Review die Begardi Spring Grenades, eine Eigenentwicklung von Begardi. Wir haben das Video geplant, dass es eher rauskommt. Das haben auch viele schon nachgefragt, wo das Video bleibt. Es gab Verzögerungen, die werden wir auch im Video ansprechen. Und was ihr jetzt hier im Video bei uns erfahrt, ist erstmal der Lieferumfang, wie ihr die Granate befüllt, wie ihr die Granate einstellt, auch wie ihr die Granate optimal einstellt, zumindest was wir empfinden, was optimal ist. Und natürlich, was ihr der Granate zumuten könnt und auch was nicht. Im Lieferumfang enthalten ist natürlich eine Granate, entweder in Oliv, in Tan oder in Schwarz. Diese kommt in dieser Pappverpackung, die ist sehr schön gestaltet. Nun ist die Granate nochmal abgebildet, dann hat man hier die Features. Hier vorne steht drauf Begardi Spring Grenades, ein Sichtfenster, dann hier nochmal, welche Farbe man genommen hat. Hier unten steht nochmal die Adresse von Begardi. Das ist nett gemacht, auf jeden Fall. Und dann haben wir hier so ein Tütchen mit ganz viel Zubehör. Das Zubehör braucht ihr für die Wartung und natürlich auch für die Einstellmöglichkeiten. Da gibt es diesen grauen Schieber hier, das zeigen wir euch später. Und diese roten und grünen Plättchen, also uns haben die zur Verzweiflung stellenweise gebracht. Das werdet ihr dann aber sehen, wenn man die Granate auseinanderbaut und wieder zusammenbaut, was wir da meinen. Das war's schon zum Lieferumfang. Kommen wir mal zur Funktionsweise, wie das Ganze aufgebaut ist. Ihr habt, wie schon gesagt, die Granate, einen Sicherungsschieber, das heißt, ihr habt schon mal nicht so einen Splint, der verloren gehen kann. Das ist meistens, finde ich, bei den günstigen Granaten sehr störend. Den muss man entweder irgendwie festbinden an der Ausrüstung oder an der Granate selbst. Hier hat man den Schieber, damit kann man die Granate entsichern. Die wird auch so ausgeliefert in dieser Einstellung, dazu kommen wir natürlich später mehr. Was passiert jetzt, wenn ihr die Granate werft und sie ordentlich eingestellt ist? Sie kommt auf, die Pömpel, ich nenne jetzt mal Pömpel, die schlagen auseinander. Die sind auch schön rot, dass man die Granate wiederfindet. Und dann werden die Kugeln praktisch da rausgedrückt. Ich kann euch schon so viel sagen, die Kugeln, der Streukreis ist definitiv besser als bei den günstigen 7-Euro-Granaten, oder 10-Euro-Granaten, die wir damals hatten, diese grünen. Und man merkt auch hier, dass man getroffen wurde. Also im Raum ist das auf jeden Fall, merkt man das. Natürlich, wenn du jetzt 3 Meter wegstehst oder sowas, dann leichter. Aber wenn du die Granate 1,50 Meter von dir aufgeht, merkst du definitiv, dass du getroffen wurdest. Das ist auch ein Vorteil zu den günstigen Granaten, weil dort war einfach nur, Granate geht auf, die Kugeln, die fliegen ein bisschen raus und das war's. Und wenn ihr die dann eingesammelt habt, dann könnt ihr die einfach wieder, na, da ist hier ist ein Pfeil drauf, in die Richtung, kann man die praktisch sichern. Dann macht man die Sicherung wieder rein, befüllt die und dann kann man die Granate wieder verwenden. Und weil wir wissen, dass ihr alle auf Action Shots steht und wissen wollt, wie die Granate auslöst, ob sie auf Gras auslöst und so weiter und so fort, gebe ich die jetzt mal an Finch weiter. Der wird das Ganze testen. Danach folgen dann ein paar Tests mit einer besser eingestellten Granate in meiner Garage. Und dann sehen wir uns wieder. Finch! Ja, danke Tom. Auf zum Test. Ich starte mit Schwarz. So, alle nochmal verdreht. Ganz wichtig. Verdreht die vorher nochmal. Falls ihr das nicht macht, könnte das passieren. Entsichert und los. Hat geklappt. Nehmen wir Oliv. Entsichert und los. Das hat nicht geklappt. Nehmen wir Tan. So, lief nochmal. Zumal der Sicherungsschieber auch nicht sonderlich einfach geht. So, jetzt haben wir noch als Vergleichstest 2 AliExpress-Granaten. So, dann haben wir hier noch die grüne, die ihr kennt. Fangen wir wieder mit der schwarzen an. Nicht, ist wieder gesichert. Ali, Granate 1. Oh, hat auch nicht funktioniert. Krass, hätte ich nie gedacht. Und Ali, Granate Nummer 2, die grüne. Die ist aufgegangen und in der Wiese ist die stecken geblieben, ist die bloß so ein Spalt aufgegangen.
So, nächster Versuch. Granate wieder geladen. Diesmal haben wir zwei Fitnessmatten, weil es ist draußen arschkalt. Und wir simulieren jetzt praktisch Gras damit. Also sehr weiches Gras. Granate entsichert. Geht auch nicht in der Hand los. So, jetzt bin ich gespannt. Okay, erster Versuch. Nein. Stück höher geworfen, dann hat funktioniert. Die schwarze. Also ich habe dies abbekommen und habe gemerkt. Ich habe oben abbekommen. Also das ist auf jeden Fall, hat sich gelohnt. Also wenn die aufgeht, dann haben die definitiv die besseren Streuweise als die anderen. Die grüne angepasst direkt von Begali. Okay, die löst sich schon mal nie aus, wenn ich die Sicherung löse. Die geht hier drunter. Viel ist es, ne? Naja, ein bisschen mehr, 15 vielleicht, hä? So sehen sie jetzt aus hier. Wir haben die jetzt schon ein paar Mal weggeworfen. Jetzt werfen wir sie einfach mal ein bisschen weiter. Mal gucken, was passiert. Ich entsichere die mal. Kugeln sind jetzt keine drin. Ich entsichere die jetzt einfach mal. Es war nicht sonderlich viel weiter. So sieht die jetzt aus. Schon ganz schön zerschrammt hier an allen Ecken, aber ist jetzt nichts, was irgendwie wegbricht oder so. Die olivgrüne sehen eigentlich alle gleich aus quasi. Die eine halt ein bisschen dreckiger als die andere, weil der Raum, in dem wir die vor uns geschmissen haben, einfach dreckiger war. Ich weiß noch nicht weiter jetzt. Ich kann nicht weiter. Tom hat die Granaten wieder eingesammelt. So weit ist es ja dann doch tatsächlich nie geflogen. Wir blenden euch unten mal ein, wie weit es war. Wir gucken das dann mal bei Google Maps nach. Ja, was soll ich denn sagen? Hier ist ein Riss drin. Lässt sich quasi jetzt so komplett verdrehen hier. Sonst natürlich total zerschrammt, aber scheiß auf die Schrammen. Die sind überhaupt nicht schlimm. Bei der ist hier ein Riss. Hier ist richtig was rausgebrochen. Der Riss zieht sich bis hier hoch, immer hier quer drüber. Hier ist auch noch mal ein Riss. Und bei der olivfarbenen ist hier auch noch mal ein Riss. Also die ist offensichtlich hier aufgekommen. Und ja, auslösen würden sie vermutlich immer noch. Nein, das war die, die sowieso schwer ausgelöst hat. Das war die, die sowieso schwer ausgelöst hat. Perfekt. Also auslösen würden sie vermutlich noch. Mach mal hier. Es ist ein schlechter Test. Schlechter Test auf das. Na, lass mal hier runterfallen. Hier sind übrigens auch so ein rotes Teil rausgeflogen, vorhin schon. Ja, auslösen tun sie noch.
Machen wir noch die schwarze nochmal. So, wir haben jetzt hier eine ganze Billo-Granate. Lassen wir mal den Splint hier. Das ist vielleicht das Einzige, was hier noch übrig bleibt von dem Teil. Kugeln sind drin. Also die ist jetzt weitergeflogen, würde ich behaupten. Werden wir dann auf den Videos sehen. Wir sind jetzt ein paar Minuten vergangen. Bei euch jetzt vermutlich nicht. Die ist jetzt weitergeflogen. Jetzt holen wir uns die Granate und gucken uns die an. Also an den Klappen ist nichts weggebrochen. Hier unten, wie ihr seht, alles IO. Augenscheinlich. Oh, hier oben. Hier ist ein Knall. Hier ist er weggebrochen. Da. Geht's und hier. Ja, mit Sicherheit. So, naja, aber ihr seht es hier. Also, es ist quasi, naja. Zerstört. Naja, zerstört, ja. Die wirft man vielleicht auch noch ein, zwei Mal weg und dann ist die auch durch, ja. So wie es die schon aufdrückt. Ihr habt es gerade gesehen. Jetzt wisst ihr auch, warum wir eine Verzögerung hatten. Weil wir Begadi beibringen mussten, dass wir Idioten die Granaten getestet haben und auch nie erst eine geworfen haben, um zu gucken, ob die das aushält auf diese 28 Meter. Nee, wir haben halt alle drei geworfen, weil wir dachten, das hält die aus. Aber nee, von 3 Metern Höhe, 28 Meter weit und im hohen Bogen geworfen, never. Keine Chance. Die sind dafür gedacht, im Häuserkampf das mal um die Ecke zu schmeißen. Die halten das auch aus, wenn du die oben vom zweiten Stock runterschmeißt. Das halten die aus, aber halt nie das, was wir gemacht haben. Sonst kriegst du, was kann ich dazu sagen, im Material kriegst du relativ schnell Dellen rein. Sobald die irgendwie härter auf dem Asphalt, Beton aufkommt, vermackt das Material relativ schnell. Das ist ein optisches Problem, das ist jetzt kein Problem, dass die Granate dann nicht mehr funktioniert. Kommen wir als nächstes mal zu den verwendeten Materialien. Und zwar, das hier ist leicht gummiert. Die Oberfläche hier, die fühlt sich etwas gewöhnungsbedürftig an. Auf den Produktfotos dachte ich eigentlich, dass alles so ist wie das hier, so ein bisschen gummiert. Weil es machte diesen Eindruck, dass es gummiert ist. Ist es aber nie. Es ist ein sehr glattes Material, deswegen hat man das ja auch genommen, um hier innen drinnen praktisch die Funktionsweise zu gewährleisten. Sie besteht aus ein paar kleinen Teilen. Man hat da den Schieber hier, wie schon gesagt. Das ist der schwarze, der ist jetzt an dem jetzt nichts gemacht. Hier ist die Einstellschraube. Man das dann praktisch einstellen kann. Hier ist man, hat man die Sicherungsplättchen, rot und grün für gesichert, rot für entsichert. Hier hat man noch so eine Schlaufe, wo man dann die Granate praktisch in Karabiner einhängen kann, dass man sie nie verliert. Und so wäre dann praktisch der geschlossene und gesicherte Zustand. Hier oben sind die Einfüllstutzen, oben und unten. Ihr habt dann nochmal so einen Pfeil drauf, der euch zeigt, in welche Richtung ihr die nochmal drehen sollt, bevor ihr die werft, weil wenn ihr die Einstellung relativ, dass die sehr, sehr leicht auslöst und die rennt und schüttelt das oder ihr bladet die, dann verdrehen sich innen drinnen die Kolben. Ich nenne es mal Kolben, den Begriff, ja, ich nenne es mal Kolben. Die tun sich wieder entdrehen und damit kann es natürlich sein, dass es passiert wie bei uns am Anfang. Du sicherst die Granate und das Ding fliegt dir in der Hand auseinander. Deswegen, bevor ihr das Teil werft, in die gezeigte Richtung drehen und dann könnt ihr sie entsichern. So viel zu den Details. Ach hier, ganz vergessen, hier ist ein schönes Begadi-Logo eingraviert und hier Push, Up and Throw und hier oben die Pfeile. Wie belädt man jetzt die Granate? Und zwar ganz einfach, ihr habt einen handelsüblichen Speedloader. Ihr müsst die Granate sichern, dann setzt ihr den hier oben an. Pack. Und drückt den Speedloader richtig runter, dass die Kugeln reinrutschen. Zum Glück waren es nicht so viele Kugeln. Andere Seite genau dasselbe. Reindrücken und dann habt ihr hier so ein Sichtfenster, wo ihr praktisch sehen könnt, wie viele Kugeln drin sind. Knallt die Granate nicht voll mit Kugeln. Das schreibt Begadi auch auf der Seite, das wäre kontraproduktiv. Macht die
dass ihr hier oben, dass das Ding hier so bedeckt ist und dann könnt ihr aufhören, erstmal umso mehr Kugeln ihr habt, umso mehr Kugeln verschwendet ihr, ist logisch. Ihr kriegt das aber auch nicht hin, dass die Granate nicht klappert. Also das Ding ist und bleibt eine Raschelgranate. Schauen wir uns mal an, wie wir die Granate auseinanderbauen. Wir haben hier oben die 5 Schrauben, die habe ich jetzt schon mal vorgelockert. Entweder ihr nehmt den beigefügten Inbusschlüssel oder einen Schraubenzieher. Ihr könnt jetzt schon mal vorlockern. Wenn ihr das so macht, dann passt auf jeden Fall auf, dass ihr die Granate ordentlich festhaltet, weil da ist durch die Feder ordentlich Zug drauf. Ihr könnt sie alternativ auch anders auseinanderschrauben, indem ihr die Dings auseinander macht. Dann finde ich, ist es aber mit dem Inbus relativ bescheiden, weil ihr könnt schon sehen, ihr habt hier wenig Weg. Das lässt sich ein bisschen blöd machen. Mit einem Schraubenzieher geht es an so einfacher. Wir würden euch auch empfehlen, macht das zu Hause in Ruhe. Fangt nie auf dem Spielfeld an, das Ding auseinanderzubauen. Das solltet ihr tunlichst unterlassen. Deswegen solltet ihr auch zu Hause das Teil mal testen, wenn Kugeln drin sind, weil es löst mit Kugeln anders aus als ohne. Es löst, haben wir festgestellt, einfacher aus, wenn da Kugeln drin sind. So, jetzt haben wir hier den Pinöppel. So sieht er dann praktisch aus. Dann ist hier die Feder. Und hier der andere Pöppel. Und der Rest. Der zweite Bodyteil. Ich zeige jetzt erstmal noch schnell das Prinzip. Ihr seht, dass die Pömpel sind massiv gefettet. Die greifen praktisch innen ineinander. Und dann werden die praktisch gelöst durch den Aufprall. Die Feder drückt das dann hier so rein. Und jetzt habt ihr hier den Stift hier und der entscheidet praktisch, wie sehr, umso weiter ihr dann reindreht, umso weniger greifen die Dinger ineinander. Und damit könnt ihr praktisch die Granate einstellen auf euer Bedürfnis. Das ist das ganze Prinzip, so einfach ist das. Das ist die Feder, die 120er, die verbaut ist. Ich zeige euch jetzt mal die in der schwarzen Granate, die 140er, das ist eine lineare 140er. Das ist ein krasser Unterschied. Die Länge ist gleich, aber du kriegst die Granate mit dem Teil wirklich sehr, 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 sehr schwer wieder zusammengedrückt. Deswegen, am Anfang hätte ich gesagt, es ist besser mit der stärkeren Feder, weil die Granate am besten ausgelöst hat. Natürlich war das auch die am schnellsten kaputt gegangen ist, ihr habt es ja gesehen. Wir würden euch aber jetzt würde ich euch empfehlen, lasst die Standardfeder drin. Ihr könnt da ein bisschen rumexperimentieren, dafür sind die Granaten ja da. Aber ich würde nicht zu stark gehen, was die Feder angeht. Und jetzt kommen wir zu dem Kernstück, wie man die Granate einstellt. Wir müssen aufpassen, hier ist die Kugel und eine Feder drin. Das heißt, wir legen uns das so hin und schieben uns das jetzt hier langsam raus. Ihr müsst gucken, ihr müsst langsam, weil wenn ihr die falsch rum, dann fällt euch die Kugel raus. So, jetzt kommt schon hier das rote Ding wieder rausgefallen. Super, geil, klasse, gefetzt. Die Dinger haben mich übelst genervt. So, jetzt haben wir die Kugel hier, die dürfen wir nicht verlieren, und drunter ist eine Feder. Es ist alles nochmal im Lieferumfang enthalten. Ich nehme mal die Kugel raus hier, packe die mal hier auf die Seite. Uns interessiert jetzt aber nicht das ganze Zeug hier, sondern uns interessiert der Schieber. Den habe ich bearbeitet bei der 140er Granate. Das ist der bearbeitete von der Begradi-Werkstatt. Und das ist der noch im Lieferumfang enthalten ist, der graue. Der löst auf der Minimaleinstellung aus. Mit dem ist die Granate bei uns relativ oft in der Hand losgegangen. Mit dem grauen. Deswegen fanden wir den nicht ideal. Mit dem, wie er standardmäßig kommt, löst die Granate gar nicht aus. Also egal wie weit ihr den Stift reinzieht, es ist relativ unmöglich, die Granate dann noch zu sichern und die Granate auslösen zu lassen. Das heißt, out of the box ist die Granate so nicht einsatzbereit. Meine Feilung war etwas über 4,5, 4,6 mm. Die Begadi
Für mich bisher perfekt eingestellte Granate ist 4 mm. Wie feilt ihr das Ganze jetzt ab? Ihr habt den großen hier und könnt jetzt mit der Feile das einfach runterfeilen. Es gibt relativ easy. Ihr könnt auch eine Dremel nehmen. Die Flex würde ich jetzt nicht zwingend verwenden, dass ihr das praktisch hier so einkürzt. Aber wichtig, nie von der langen Seite, sondern von der kurzen Seite einkürzen. Ganz wichtig. Wie stellt ihr jetzt den Stift ein? Der Splint hier, ich hoffe, ihr könnt das sehen, der guckt genauso diese 4 mm raus, wie der hier abgeschliffen ist. Ihr müsst es aber schräg halten, ihr dürft es nicht gerade halten, sondern so schräg, wie der Splint hier reinfährt. So. Und das würde ich euch auch empfehlen. Vielleicht habt ihr einen Messschieber oder sowas und könnt es dann... Man kann es mit einem Lineal einigermaßen ablesen. Meine Empfehlung ist, stellt sie euch vorher ein, baut es dann zusammen und testet es dann mit Kugeln. Draußen oder in der Kiste, was auch immer. Das ist eigentlich schon alles. Wie schon gesagt, das ist jetzt die optimale Einstellung. Wir werden alle Granaten erstmal auch so einstellen, weil es hat bisher am besten funktioniert, habt ihr ja gesehen. Gut, bauen wir das Ding wieder zusammen. Wir fangen an mit dem Teil, packen diese Plätzchen hier rein, die Plätzchen. Meine Idee war es am Anfang, das Ding festzukleben, weil die nerven hart. Oder das Teil mit Farbe zu markieren, praktisch die wegzulassen, mit Farbe zu markieren. Weglassen ist keine gute Option, weil dann schwabbelt euch der Sicherungsschieber hin und her, weil der keine feste Führung hat. Festkleben geht, wenn das Teil dann mal kaputt ist, dann kriegt ihr es halt nie wieder ordentlich raus, ohne dass ihr hier unten Kleberreste habt. Entweder ihr lebt damit, weil ihr das Teil nur einmal einstellt, oder ihr müsst euch was einfallen lassen. Ich kann euch jetzt nichts Genaues raten. Ich lebe jetzt erstmal damit, dass das halt immer ein bisschen tricky ist zum Zusammenbauen. Aber ich denke mir, so oft wird man die Granate nie auseinanderbauen. Vielleicht mal zur Wartung, alle einem halben Jahr, je nachdem, wie oft man spielt. Die Kugel muss wieder hier rein. Dann dreht ihr euch das... Ich drehe es mal rum. Ihr seht es, es ist wieder rausgefallen. Meine Finger sind jetzt auch schon durch diese Feder so ölig, dass alles hier dran kleben bleibt. So, jetzt schiebt man das hier langsam rein. Ey, das ist nicht zu fassen. Immer gucken, dass natürlich die Kugel nie weg ist. So, nochmal. Wir schieben das, das ist wie so der heiße Draht, langsam rein, überwinden den Widerstand von der Kugel. Vergessen auch das Plättchen hier nicht, weil das ist nämlich auch locker, kann ich euch hier zeigen. Bup. Das kann man genauso abnehmen. Das haben wir auch bei einer Granate verloren, beim Werfen, das war aber nur bei einer Granate. Vielleicht war es nicht richtig fest, keine Ahnung. Dann schieben wir den hoch. Jetzt ist das hier erstmal safe. Jetzt müssen die zwei Pinöppel hier rein. Bup. Die Feder, der andere Pinöppel, das Teil oben drauf, dass das aber hier, und dann müsst ihr wieder aufpassen, dass euch das Ding hier rausfällt, weil das diese roten Dinger wieder, und jetzt tut ihr einfach wieder die Schrauben festziehen. Ich mache das jetzt mal im Schnelldurchgang. Wichtig, zieht die Schrauben nie, also knallt die nie übelst fest. Na, macht die Hand fest. So, alles wird zusammengebaut. Jetzt müsst ihr zwingend testen, ob die Sicherung greift, weil das geht hier ein Stück straffer als im Auslieferungszustand. Da geht es echt smooth, aber da ist dieser Stift, der hier auch ganz weit draußen. Das muss hier, das kann ein bisschen straff gehen, es muss aber einrasten. Wenn ihr nämlich jetzt den reindreht, zu weit, das ist jetzt Auslieferungszustand und der Stift ist zur Hälfte reingedreht.
Ich kriege die nicht mehr richtig gesichert. Das ist nämlich falsch. Das müsst ihr beachten bei der Einstellung. Ihr kriegt die dann nicht mehr nach unten geschoben, dass ihr das sichern könnt. Na, die wird jetzt praktisch immer auslösen, weil sie nicht gesichert wird. Na, jetzt ist sie gesichert, habt ihr gesehen? Na, rastet runter, aber sobald die Pömpel das Ding unten die Teile auseinanderdrücken, könnt ihr das nicht mehr sichern. Deswegen müsst ihr überprüfen, ob die Sicherung auch greift. Das war's jetzt mit den ganzen Einstellungen zu der Granate. Wir hoffen, euch hat das genauso geholfen wie uns, dass Begadi uns die Granate vorkonfiguriert hat. Und jetzt gehen wir weiter im Video zum nächsten Thema. Das Thema, um was es jetzt geht, das könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, wenn ihr das hier so seht auf dem Tisch. Und zwar, in welche Pouches passen denn die Granaten so rein? Wir haben hier als erstes, fangen wir an mit einer G36 Pouch. Ohne Probleme, rutscht hier rein. Und kriegt man auch wieder, könnte man hier unten was reinmachen, dass die Granate nicht bis ganz runter fällt zum Beispiel. Oder man macht sich halt hier oben die, was durch die Schlaufe und Karabinerhaken, dass man die schneller rausziehen kann. Also G36 Pouch passt. Stellvertretend für M4 ist hier mein Chestwick, der hat hier hinten so M4 Pouches drin. Passt. Geht ein Stück schwerer raus als bei der G36. Wieder der Tipp mit der Schlaufe. Aber hier rutscht zum Beispiel nicht ganz so weit rein. Das heißt, man könnte die so und kriegt die dann ohne Probleme raus. Funktioniert. Dann habe ich hier noch eine Granatenpouch und zwar von Begadi. Die müsste für die Straight Aim oder für andere Granaten angefertigt sein. Hier hatte ich immer die grünen Granaten drin. Man kann ja immer so die Lasche drum machen. Ich habe das immer so rein getan. Der Klettverschluss nervt halt. Das ist halt immer übelst laut. Und selbst mit, wenn ich den Klettverschluss praktisch drin habe, wird die Tasche ein Stück kleiner, passt die hier problemlos rein. Dann kann man die noch so verschließen. Na, die ist ein Stück höher als die grünen Granaten. Könnte man die jetzt so verschließen, dann fällt die nicht raus. Aber die ist auch jetzt hier nie zwingend, nie so sehr locker drin. Na, die andere Variante wäre halt, man macht halt den Klettverschluss hier hoch, dann ist sie locker. Dann müsste man das aber dann so sichern. Dann hat man aber immer das Problem, dass es laut ist. Was haben wir noch hier? Hier haben wir noch eine Radio Pouch. Ist auch von Begadi. Eigentlich für Funkgeräte und sowas gedacht. Auch hier passt die Granate rein. Lässt sich genauso verschließen. Die ist vielleicht sogar ein Stück idealer, finde ich. Weil das hier nicht so ganz so viel klettet. Es sei, wenn ihr ganz auf Klett verzichten wollt, dann natürlich was mit Dings hier oder halt eine normale M4 Magazin Pouch. Also hier passt auch rein. Hier ist eine Medic Pouch. Hier vorne wird es zu eng sein und hier drinnen, das passt hier rein. Also das passt definitiv auch in die Medic Pouch rein. Das müssen wir jetzt nicht erst ausprobieren. Wir befassen uns jetzt mal mit ein paar Fragen, die wir eventuell noch nicht beantwortet haben. Und zwar ist die erste Frage hier von Bastian. Der fragt, ob man Farbpulver verwenden kann, dass man die für Paintball gebrauchen kann. Nein. Und Kaliber 50, die beim Platzen, also ich denke mal, das sind auch Paints, die kriegst du hier nie rein. Also das ist wirklich reine Airsoft-Granaten. Also mit Paintball, da müsst ihr euch andere Alternative umgucken. Welche AEG-Federn kann man verwenden? Also ihr habt es gesehen, das, was wir drin hatten, war maximal eine 140er, diese Lineare von Begadi. Ich würde auch nie höher gehen, eher noch weiter drunter. Löst sie auf Waldboden aus, also wenn sie auf der Wiese auslöst, mit der Einstellung, denke ich, wird sie es auch auf dem Wald tun. Wie schon gesagt, 50-50. Es kann sein, die löst aus, es kann aber sein, die löst nie aus. Signalfarben wird hier noch gefragt. Ich habe Begadi gefragt, die sammeln jetzt gerade Feedback zu den Teilen. Und es wäre möglich, andere Farben zu produzieren, aber das kommt halt, wie schon gesagt, aus Feedback der Spieler jetzt an. Treuradius kann ich euch nochmal kurz, also die Garage zum Beispiel von uns, die ist 4 Meter mal 5 Meter oder so. Und die hat es gut ausgefüllt. Vergleich mit Gasmodellen können wir nie machen, weil wir haben keine Gasmodelle. Die waren uns immer zu teuer. Wir holen uns vielleicht nochmal irgendwann welche, aber aktuell kann ich euch da keinen Vergleich geben. Bedienung mit Handschuhen ist unproblematisch. Beschädigung nach 10 Würfen wird genauso aussehen, wie ich es vorhin gezeigt habe. Wir haben die definitiv schon mehr geworfen als 10 Mal. Trockenerbsen kann ich denn die beantworten. Wenn die Trockenerbsen 6 mm Größe haben, oder und du die nie alle einzeln eindrücken willst, dass du die in Speedloader reinkriegst, gehen ja garantiert durch Trockenerbsen rein. Jetzt ist nur die Frage, ob das auf dem Feld funktioniert, wenn die Spielfeldregeln sagt, da müssen Kugeln drin sein. Weil ich glaube, ja, Trockenerbsen sind keine Kugeln.
musst du absprechen mit den Admins oder mit den Orgas. Wie schnell ist sie nach Gebrauch erneut einsatzbereit? Naja, du musst die einsammeln. Machen wir den mal. Du musst die einsammeln, dann den machen, sichern, die Seite füllen, je nachdem wie groß das Speedloader ist, die Seite füllen und dann wäre sie wieder einsatzbereit. Spieltagsfazit geht leider nie, weil ich konnte noch nicht spielen. Eventuell kann ich die am 26.03. testen in... Oh, in, wie heißt das neue Spielfeld? Fuck, ich hab's vergessen. Irgendwo hier bei uns. Die Area 13 macht ein neues Gelände auf. Ich glaube in... Oh, ich weiß es nicht. Dort sind wir dann vielleicht und dann werden wir die dort testen können. Kommen wir nun abschließend zum Fazit der neuen Begardi Spring Grenades, die ihr für 29 Euro bei Begardi im Shop erwerben könnt. Positiv, ihr könnt die Granate einstellen individuell auf euer Spielfeld. Das heißt, spielt ihr öfter Outdoor, könnt ihr sie ein bisschen weicher einstellen, dass sie eher auslöst, zum Beispiel auf Grat oder Gras oder auf Waldboden. Spielt ihr nur Indoor, dann könnt ihr die Empfindlichkeit ein Stück zurücknehmen, weil sie ja eh nur auf hartem Boden detonieren muss. Das ist schon mal gut, dass man daran gedacht hat. Dann ist uns noch ein positiver Punkt wert die einfache Handhabung, dass ihr keine Splinte habt etc. pp. Der Sicherungsschieber ist an der Granate einfach dran. Das heißt, ihr habt nicht irgendwelche Teile, die ihr noch in der Tasche wieder verstauen müsst oder verlieren könnt. Das ist wirklich ein sehr positiver Punkt. Des Weiteren könnt ihr sie mit Handschuhen bedienen und auch laden. Das ist zum Beispiel bei den günstigen Granaten nicht der Fall. Also die kann man mit Handschuhen definitiv nicht bedienen. Wieder ein positiver Punkt für die Begardi-Granate. Dann ist sie sehr robust, bis auf die äußerlichen Macken, was wir euch ja gezeigt haben. Na, wenn die wirklich halt mal auf Betonboden aufkommt, dann hat man halt so ein paar Kratzer-Macken drin in der Granate. Ihr solltet den Teil nicht alles zumuten, aber für den Einsatz, für den sie geplant sind, sind sie robust gebaut. Dann, weiterer positiver Punkt, ist der Streukreis im Vergleich zu den anderen günstigen Spring Grenades. Also die streuen wirklich mehr. Hier könnt ihr so einen Raum 16, 20 Quadratmeter definitiv gut mit Kugeln ausfüllen. Und wenn man jetzt 2 Meter neben der Granate steht, kriegt man auch noch mit, dass man von der Kugel getroffen wurde. Das ist bei Gasgranaten definitiv noch besser. Aber bei den günstigen Spring Grenades könnt ihr das eigentlich vergessen. Da habt ihr einen kleinen Radius, wo die Kugeln praktisch rauskommen und man merkt nicht, dass man da getroffen wurde. Weiterer positiver Punkt ist für mich dann, dass es eine Eigenentwicklung ist von Begardi und dass man praktisch Verbesserungsvorschläge direkt an Begardi weiterleiten kann, die das natürlich auch aufnehmen, das Feedback, und eventuell in der Version 2 oder in die nächste Charge mit einbeziehen werden. Und den Lieferumfang werden wir auch noch als positiv. Ihr habt alle Kleinteile wieder mit dabei, falls die verloren gehen sollten. Die ganzen Kleinteile, die Pömpel hier, das könnt ihr alles kaufen, außer den Body aktuell. Das würden wir uns noch wünschen, dass man den praktisch nachkaufen kann, separat. Neutral sehen wir den Auslieferungszustand. Denn im Auslieferungszustand ist es nicht möglich, die Granate auszulösen, egal wie weit ihr den Schieber reindreht. Es geht nicht, dann die Granate gleichzeitig zu sichern und dass sie zuverlässig auslöst. Deswegen, ihr müsst praktisch an der Granate Hand anlegen, um die so einzustellen, wie ihr sie haben wollt und das überhaupt auslöst. Das ist für Anfänger oder Leute wie der Finch, die 2 linke Pfoten haben und in jedem und überall Daumen und überall die Gischt drin, ist es natürlich nichts. Wenn ihr aber ein bisschen Ahnung vom Feilen habt und von Schraubdreher, dann ist das auch kein Problem. Ihr habt es im Video gesehen, ist jetzt bei Begardi im Video, wie man die Granaten einstellen kann. Es funktioniert. Es wäre wünschenswerter für mich gewesen, wenn sie von Anfang an hätte funktioniert, ohne dass man groß dran rumbasteln muss. Dann das Einstellen ist auch ein Neutralpunkt, weil sie löst mit Kugeln anders aus als ohne. Und natürlich stellt man sie zu Hause ohne Kugeln ein, weil die meisten Leute sagen sich so, ich will nie 300 Kugeln in meiner Wohnung aufsammeln müssen. Wenn er sie einstellt, testet es definitiv mal mit Kugeln zu Hause und nie erst auf dem Spielfeld. Sonst kann es passieren, ihr fallt ganz böse auf die Nase. Oder ihr nehmt die Einstellung, die wir euch gezeigt haben, dann sollte es am bestmöglichsten funktionieren. Dann haben wir noch neutral den Zusammenbau dieser ganzen kleinen Teile hier, die immer ständig mal gerne rausfallen wollen. Diese Plättchen, ne, diese roten und grün und der Kugel. Das ist nervig. Das ist ernsthaft nervig. Mir fällt aktuell keine bessere Lösung ein, als die Teile festzukleben. Dann kann man sie aber nicht mehr wechseln. Auch wieder Mist. Vielleicht hat irgendjemand eine Idee und kann das Begardi schreiben, dass man dann bei der zweiten Charge das irgendwie einfacher hinbekommt. Genau, das war's zu den Neutralpunkten. Kommen wir mal zu Negativ. Negativ habe ich nur einen Punkt und das ist das Baby, dass es eine Babyrassel ist.
Na, ihr sollt die Granate nicht zu voll machen, ihr sollt die Granate aber auch nicht zu leer machen wegen dem Auslöserverhalten, aber trotzdem klappert das Ding halt wie Hölle. Das ist halt, wenn ihr alles nur Midcaps habt und habt gesagt, ich will kein Highcap haben, weil das zu laut ist, weil es raschelt, dann müsst ihr halt euch eine Gasgranate kaufen. Diese ganzen Spring-Granaten, die rasseln halt alle wie so eine Babyrassel. Das war's mit den Negativpunkten, neutral und positiv. Also es ist schwierig, das Preis-Leistungs-Verhältnis irgendwo in diese drei Punkte mit einzubeziehen. Deswegen habe ich es jetzt nicht mit aufgeführt. Ich werde mir auf jeden Fall noch ein paar davon zulegen und die günstigen damit ersetzen, weil mich hat das halt, bei den günstigen nervt halt immer das Nachfüllen und das in Betrieb mit dem Splint. Das nervt mich bei den ganz günstigen Teilen massiv. Deswegen werde ich mir jetzt die zulegen, weil eine Gasgranate ist mir einfach zu teuer. Da ist es auch schon so oft vorgekommen, dass die mal einer mitgehen lassen hat, weil die halt doch einen Haufen Geld kosten. Deswegen bin ich immer noch ein Fan von diesen Spring Grenades. Und da bin ich froh, dass man jetzt eine Alternative hat zu den ganz günstigen Modellen. Und damit verabschiede ich mich jetzt von euch. Wenn ihr ein Abo da lasst, würden wir uns sehr, sehr, sehr freuen. Weitere Videos findet ihr links und rechts von mir jetzt. Und dann sage ich ciao, bis zum nächsten Video. Kann sicher sein, das wird ein Outtake. Was ist mit den Granaten? Nee, nee, ich war das nicht. Das war schon wieder, hast du gehört? Das muss eine Klapperschlange sein. Ja, ja. Der war eigentlich gleich so Dinger um Schädel schmeißen dafür und nicht auslösen lassen.